So, dann starte ich mal diese Aufnahme und mache nochmal ein Video aus gegebenem Anlass. Und zwar lese ich und höre ich in den letzten Tagen sehr vermehrt den Spruch, wir brauchen ein Wunder. Und ich habe eben mit Martina so darüber gesprochen. Und ich würde auch sagen, wir brauchen langsam ein Wunder. Weil, wie der Olli das immer so schön sagt auf seinem Kanal, wir kommen hier sonst nicht mehr raus. Diese ganzen Einschränkungen, die über uns verhängt werden, wo man noch nicht mal in Frage stellen darf, was für einen Sinn die machen, ohne dafür dann halt sofort, wie nennt man das, degradiert zu werden zum Verschwörungstheoretiker oder Covidioten oder sonst irgendwas, weil das halt alles überhaupt gar nichts damit zu tun hat und diese Bedenken einfach tatsächlich Gründe haben, möchte ich hier einfach mal ein paar Gedanken gerade zusammenfassen. Also ich bin gestern, vorgestern im Auto 3 Stunden unterwegs gewesen und ganz ungewöhnlich für mich, der ich normalerweise kein Radio höre, im Auto habe ich mir diese 3 Stunden einfach mal Radioprogramm gegeben. Und ihr wisst, wie das so ist, wenn man halt eben so ein paar hundert Kilometer fährt und dabei Radio hört, dann wird der Empfang irgendwann schlechter und man wechselt so ein bisschen zum nächsten. Und ich habe tatsächlich, und ich fand das sehr schlimm eigentlich, zu hören, wie ich dann auf den verschiedensten Kanälen irgendwie immer wieder Nachrichten zum Thema Corona wie reine Werbung verpackt bekommen habe. Und dann ist mir halt eben aufgefallen, dass es da den Leuten, die halt eben gegen diese Leute, die irgendwelche Sachen hinterfragen, dass die Argumentation von denen völlig an dem vorbei ist, was eigentlich kritisiert wird. Und dann heißt es dann auf einmal, ja, so bei Weihnachten, da muss man jetzt einfach mal in den sauren Apfel beißen und mal auf den Braten verzichten können. Und es geht um so viel mehr. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer Einrichtung für Jugendliche, die in ihren Familien nicht wirklich leben können, weil da das Kindeswohl gefährdet ist. Und diese Kinder, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie weitreichend sowas eigentlich ist, was von all denen, die da solche Sachen abschmettern, einfach ignoriert wird und es dann dazu reduziert wird, dass wir hier, dass es uns um unseren Weihnachtsbraten ginge bei unseren Bedenken. Diese Kinder, die es normalerweise gewohnt sind, alle 2 Wochen, wenigstens am Wochenende, mit ihren Eltern zusammen zu sein, die sind jetzt schon seit Monaten, konnten die nicht nach Hause. Wegen der Beschränkungen. Und die dürfen auch keinen Besuch mehr bekommen und gar nichts. Und wenn die dann auch noch gerade in Quarantäne sind, dann sind diese Kinder allen Ernstes über Wochen alleine in ihren Zimmern eingesperrt. Da darf man die Tür aufmachen, um denen was zu essen dahinzustellen. Und wenn die fertig sind, darf man den Teller wieder abholen. Das ist krank, das ist, was das mit den Kindern macht, das können sich die Politiker, die keine Kinder haben, offensichtlich nicht im Ansatz vorstellen. Und leider sind die, die halt solche Sachen über uns verhängen, wie Spahn oder Merkel, halt eben kinderlos. Die können das nicht nachvollziehen. Jetzt ist im Moment die Situation so, dass es im Moment heißt, dass diese Kinder über Weihnachten wenigstens nach Hause dürfen. Aber sicher ist es irgendwie immer noch nicht. Und meine Freundin hat mir erzählt, dass es für die halt gerade ein richtig fettes Ding ist, weil die haben richtig Schiss davor, dass bis Weihnachten sich die Regularien dann doch nochmal ändern und die den Kindern sagen müssen, dass sie nicht nach Hause fahren dürfen, weil Frau Merkel es halt verboten hat. Und dann ging mir halt so durch den Kopf, und das war halt dann auch das, was ich ihr gesagt habe, dass das so nicht richtig ist.
Ja, Frau Merkel mag es dann eventuell gesagt haben. Und Frau Merkel mag all das gesagt haben, was wir im Moment, womit wir im Moment zu tun haben. Aber was passiert, das liegt nicht an der Frau Merkel, sondern es liegt an uns. Und ich habe gesagt, genau an der Stelle würde ich empfehlen, mal darüber nachzudenken, ob man sich nicht als Arbeitnehmerschaft, die da arbeitet und den Kindern dann erzählen müssen, dass sie jetzt doch nicht nach Hause fahren dürfen über Weihnachten, was für die Kinder wirklich schlimm sein wird und für die Erzieher dann halt eben nicht weniger, da sich geschlossen hinzustellen und zu sagen, stopp. Genau hier endet die Befehlskette und genau hier endet der Gehorsam und ihr könnt uns auflegen, was ihr wollt, aber diese Kinder werden Weihnachten zu Hause verbringen. Und wenn ihr uns danach alle feuert und euer Laden in den Bach runtergeht, könnt ihr euch überlegen. Aber da sollte uns langsam mal klar werden, dass wir auch gewisse Druckmittel haben. Auch gegen die, die quasi dann das, was die Regierung so verhängt, auf uns übertragen. Und das sind zum Beispiel vor allen Dingen Läden. Wenn jetzt ab morgen dürfen sehr viele Geschäfte nicht aufmachen und werden daran kaputt gehen, werden bankrott gehen. Das ist auch so eine Stelle, wo halt eventuell sich diese Geschäfte mal zusammenschließen sollten und geschlossen sagen, ihr könnt uns mal am Arsch lecken, das ist unser Leben, das ihr hier gerade kaputt macht. Und bei allem Respekt und allen Ideen von wegen, was jetzt gerade alles passieren soll, damit sich nicht mehr Leute anstecken und nicht mehr Leute sterben, vertrauen wir mal auf uns und unsere eigene Fähigkeit, unserem Bauch zu folgen und zu sehen und zu sagen, ey, so geht es auch, ohne jemanden zu gefährden und wieder in die Eigenverantwortung zu treten und das dann zu machen, aber nicht halt einfach irgendwie, sondern bitte auch ein bisschen mit Köpfchen. Wir haben Köpfchen. Wir haben im Ganzen als Volk viel, viel mehr Köpfchen, als die Regierung es jemals haben könnte. Weil wir einfach viel, viel mehr sind, die sich auch untereinander austauschen, absprechen können und dann halt eben Dinge so angehen, wie die Regierung sich das nicht vorstellen kann, nämlich dass wir das alleine geregelt bekommen. Das wäre tatsächlich ein Wunder, wenn wir das hinbekämen. Das ist das Wunder, wo gerade alle nachschreien. Wir selber sind das Wunder. Wenn wir auf ein Wunder, das wird ein Wunder sein, das nicht stattfinden wird, dass die Regierenden auf einmal sagen, ey, das, was wir da hier machen, das ist alles totaler Blödsinn, lass das mal bitte wieder anders angehen, lass mal bitte jetzt alle zu Wort kommen, die auch was dazu sagen können, weil es Experten sind, auch wenn sie bisher gegen das gesprochen haben und das nicht so toll fanden, was wir sagen. Und das wird nicht passieren. Da haben die gar kein Interesse dran. Die wollen uns ja regieren. So, und wir sollten langsam uns Gedanken darüber machen, ob wir uns weiter regieren lassen wollen, wenn diese Regentschaft uns quasi alle in den Konkurs treibt. Ne, da gibt es noch ganz andere Sachen. Demnächst darf man halt gar nichts mehr machen, ohne geimpft zu sein. Ich weiß, das gilt immer noch als Verschwörungstheorie, weil es immer noch Leute gibt, die den Fernsehen nicht mitbekommen haben. Aber selbst die Mainstream-Medien, also ich lese ja auch teilweise, was im Internet gepostet wird und halt eben nicht nur von irgendwelchen Leuten, sondern von Mainstream-Medien gepostet wird. Und wenn ich kann mich gerade nicht erinnern, welche Zeitung es war, aber in irgendeiner stand dann heute auf jeden Fall schon wieder drin, dass demnächst Nicht-Geimpfte auch keinen Versicherungsschutz mehr haben. So viel zum Thema freiwillig. Ja, die Regierung hält es freiwillig, aber die Anordnungen, die die dann haben über die Leute, die zwischen der Regierung und uns stehen, die die Befehlskette weiter nach unten durchdrücken, die machen dann genau das. Die setzen genau das um, dass es eben doch nicht freiwillig ist und dass du demnächst halt eben ohne halt eben die Vorgaben der Regierung zu beachten,
gar nichts mehr darfst. Und ich stelle mir wirklich die Frage, warum ich nachts nicht spazieren gehen darf, wenn ich da Bock drauf habe, weil da eine Ausgangssperre ist, wenn sowieso kein Schwein draußen ist. Und nicht nur, weil Ausgangssperre ist, sondern weil die meisten Leute nachts nicht spazieren gehen, weil es dunkel ist oder sie Angst haben oder sonst irgendwas. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Und selbst wenn mir da einer entgegenkommt, bin ich dann auch durchaus in der Lage, einfach 1,5 Meter Abstand zu halten oder mir meinen Mundschutz überzuziehen. Das ist alles so ein Schwachsinn. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich heute auch schon mal angesprochen habe, der mir hier einfach sehr wichtig ist, mal anzusprechen. Ich glaube nämlich, dass das alles tatsächlich irgendwie dafür gemacht ist. So rein energetisch gesehen sieht es für mich so aus, als würden die gerade die Schrauben immer weiter anziehen, bis wir von uns aus an den Punkt kommen, wo wir sagen, so hier ist jetzt Schluss. Hier endet der Gehorsam, der Blinde. Und ihr könnt uns alle mal gern haben und am Arsch lecken. Denkt drüber nach. Tschüss mit F. Lasst euch gut gehen. Und vielleicht kriegen wir Weihnachten ja doch noch gerettet. Das wäre ein Weihnachtswunder, wenn wir das hinbekämen.